Europa wird der erste Kontinent sein, der zutiefst in diese demokratische Wende rutscht. Die Lage in Deutschland ist keine Katastrophe mehr, das ist eine wunderbare Chance, die Qualität des Lebens neu zu entdecken, alten Leuten zu helfen, Familienleben und Arbeitsleben kompatibel zu machen. Es geht hier ja um Bosses and Babies, wie die Ministerin sagt. Und wir haben eine starke demokratische Veränderung, aber bei den anderen kommt es genauso, in Russland, in Kanada und so weiter. Wenn es uns gelingen wird, das richtig in den Griff zu bekommen, dass wir hier die Pioniere sind, dass wir hier ein Modell entwickeln, dass wir Antworten geben für diese demografische Wende, dann ist das wiederum eine Chance.